Ich brauche Sicherheit in der Beratung, wie ich mein Geld bekommen kann, wie ich meine Lieferverträge akzeptabel strukturieren kann und ich brauche Sicherheit über den Markt, in dem ich mein Produkt platzieren möchte. Mein Name ist Stefan Fahlhaber, ich bin Seniorfachberater für das Auslandsgeschäft für die Region Bayern-Nord für die genossenschaftliche Finanzgruppe. Meines Erachtens muss sich jeder Unternehmer dem Thema Internationalisierung stellen, wenn er weiter wachsen möchte und wenn er seine Produkte auch für sinnvoll platziert in diesen Märkten hält. Nur durch die Internationalisierung kann er eigentlich dann auch sicherstellen, künftig den Umsatz seines Unternehmens zu erhalten. Denn da gilt der alte Grundsatz, wer aufhört, besser zu sein, hört auf, gut zu sein. Letzten Endes ist es die Angst vor der fremden Kultur oder die Nichtkenntnis der fremden Kultur, die vielleicht einen Exporteur zu seltsamen Meinungen veranlassen. Beispiel wäre nahe Mittlerer Osten. Da ist es mit dem Zeitplan nicht so genau. Wenn ich 8 Uhr als Termin habe und der kommt um 9, dann würde ich typisch deutsch mich aufregen und sagen, kannst du nicht pünktlich sein? Das ist dort so. Da hat man das zu akzeptieren, ganz einfach. Man muss sich da sehr mit Mentalitäten auseinandersetzen und auch nicht typisch deutsch mit emotionalen Themen. Ich würde sagen, dass jede Firma, jeder Exporteur für sich selber erst einmal abgestimmt auf sein Produkt und auf seine Kundschaft entscheiden muss, wo bewege ich mich hin, wie bewege ich mich hin. Es gibt keine Standardschablone, die man darüber pressen kann, sondern da ist es eben wichtig, dass man vorab mit seinen Beratern spricht, sei es von der Bank, sei es mit den Rechtsberatern, um ganz genau festlegen zu können, wie gehe ich ins Ausland. Generell ist es das Thema schwierige Märkte, was mich momentan sehr herausfordert, die protektionistischen Maßnahmen, die da im Moment stattfinden. Und hier ist es gerade für die mittelständischen Firmen sehr wichtig, auch, sage ich mal, die fachliche Grundlage zu haben, zu wissen, wie gehe ich weiter vor. Beim Thema Sicherheit für den Exporteur gibt es 2 Komponenten. Komponente 1 ist der Liefervertrag, die Ausgestaltung des Liefervertrags. Denn der setzt mich in eine Lieferverpflichtung, die einen bestimmten Umfang haben muss, inklusive der Tatsache, dass dieser Vertrag bei Streitigkeiten einem gewissen Recht unterliegen wird, das ich kennen muss und was ich zu beachten habe. Auf der anderen Seite gibt es neben dem Liefervertrag die 2. Komponente, und das ist die Zahlungssicherung. Wie kann ich sicherstellen, auch mein Geld zu bekommen? Hier kommen wieder die Banken ins Spiel, die dem Exporteur eine Zahlungssicherung zur Verfügung stellen, wo er weiß, wenn er hier eine passende Dokumentation nach Verladung seiner Ware vorlegt, dass er auch 100% sicher sein Geld bekommen wird. Letzten Endes ist es so, dass man natürlich, wenn Produkte sich im Ausland oftmals bewährt haben, dass man daraus auch eine Art Innovationsschub für den heimischen Markt bekommen kann. Denn es ist auch so natürlich, dass verschiedene Märkte verschiedene Anforderungen an die Produkte haben und hier auch Weiterentwicklungen betrieben werden, die dann auch wieder vielleicht dem heimischen Markt zugutekommen. Was mich in der Arbeit antreibt, sind die Kunden, die deutschen Exporteure, die fantastische Dinge leisten, und zwar oft auch im Stillen leisten. Es sind oft die kleinen Firmen, die fantastische Entwicklungen machen. Das ist das, was mich täglich antreibt. Das ist eigentlich die pure Neugier.